Zombie Attack! We're under siege! Let's show the Zeds what's what! What's what? So, wo sind sie? Es gibt nur drei Eingänge. Das ist der Vorteil von so einer kleinen Basis. Und der Vorteil, wenn du an einem Berg wohnst. Ah, ist der erste. Mach nicht die Tür auf! Mach nicht die Tür auf! Okay. We got more of those motherfuckers incoming. Er haut gut drauf, der Junge. Ja. So kurze Arme, oder? Mistvieh. Hat er mich erwischt? Oh, da hinten ist auch noch mal ein bisschen was los. Okay, eine Horde ist auch gleich in der Nähe. Super. Ja, lässt du mal meine Kollegin in Ruhe. Kann ich die eigentlich immer mit ihr angreifen? Oh, was? Hallo, töten. Wie lange ist der noch? Okay, wir müssen noch die letzten beseitigen. Das war's aber immer noch nicht. Da vorne steht noch einer. Naja, er steht nicht, er kriecht. Sehr gut, das war's. Irgendjemand angeschlagen? So we can survive shit like this. Nein, Gabby wurde von dem Ding hier angegriffen. Also von dem solchen Zombie erwischt. Mist. Naja gut, wir können es ja einfach heilen. Nein. Ja. Okay, das ist eine Arbeit von ein paar Sekunden, glaube ich. Nur, sie wird sich, glaube ich, gleich hinlegen und nach einer halben Minute gefühlt wieder aufstehen. So, da ist schon wieder eine Zombie-Horde. Zombie-Horde. Ja. Gut, ich bin weg. Und ihr könnt ja ein bisschen aufräumen. Ich erkunde mal ein bisschen die Gegend. Ich brauche nämlich die Medikamente. So, erstes Ziel ist bitte das da. Ich habe keine Waffe mitgenommen. Oh, sehr schön. Danke. Ein bisschen Sprengstoff. Gut. Ja, hier ist nichts mehr neu für uns. Kennen wir alles. Gut, hier würden jetzt die ersten Häuser schon kommen. Ah ja. Das hier ist so eine Militärbasisstützpunkt-Scheiße. Das sollten wir uns vielleicht auch mal demnächst angucken. Hier ist auch noch so ein Elektrowerk. Na, Hase, und los. So, nächstes Kopfgeld. Ja, wir müssen eigentlich mal zu dem Typen fahren. Wie gesagt, das mit diesen aktiven Kopfgeldern habe ich euch ja jetzt nicht zeigen können. Das hatte ich ja in meinem Probedurchgang. Deutlich öfter. Aber wir kriegen auf jeden Fall eine M1A1. Thompson. Das ist keine schlechte Waffe. Was stand da? Verstärker? Anbringen? No more of that. Sehr gut. So, dann umgucken. Militärische Quarantänestation, genau. Camping, Camping, Camping. Camping? Da hinten ist noch was. Öffentliche Toilette und irgendwo ist noch ein Ort. Da hinten. Nochmal Camping. Okay. Nothing more to see here. Nothing more to see here. Okay, bringt mir nichts, weil keine Medikamente. Ah, kann ich auf einen Zufall hoffen, dass ich vielleicht einen Medikamentenpack finde? Ansonsten, ja, muss ich wahrscheinlich direkt weiter zum nächsten Aussichtspunkt fahren. Oh, ah. Feuerwerkskörper. Diese Ablenkungsdinger habe ich auch noch nie benutzt. So, wir gehen mal ganz kurz hier drüben noch in das Umspannwerk. Ich weiß gar nicht, wie man hier reinkommt. Stromversorgung. Eine Stromnebenstation bringt mir Strom.
Alter Finne. Ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich. Erkunden, super. Where should I put this? Ach so, ein bisschen wieder voll. Das ist der dritte Container, der ist oben auf dem Dach meistens, ne? Ja. Ganz ehrlich, ich werde meine Nahrungskette, mein Nahrungsgebäude ersetzen gegen das hier. No room for that. Ja, okay, das kann ich aber gut stacken. Hier dieser Feuerwerkskörper. Ist das eigentlich besser? Oh ja. Der Feuerwerkskörper bleibt bitte hier. Nicht öffnen. Jo. Den braucht kein mehr. Also ich benutze den nicht. Und ob er bei mir im Lager verstaubt oder ob er gleich hier bleibt, ist eigentlich egal. So. Ja, ich habe keinen Außenposten frei, weil ich diesen erst aufgeben muss. Ein Lebensmittel pro Tag kann ich absolut verkraften. Medikamente nicht. Aber der Strom ist mir tatsächlich deutlich wichtiger. Habe ich den jetzt aufgegeben? Ja. So. Oh, 2000. Das hätte ich vielleicht mal vorher drauf gucken sollen. Und 2 Benzin pro Tag. Kostet mich das auch noch. Gut, merken wir uns. Machen wir später. Oh, was? Okay, da gibt es Medikamente. Krass. Auf Toiletten gibt es Medikamente. Okay, dann werden wir mal doch kurz nochmal die Toiletten abfahren. Da hinten war ja auch nochmal eine, ne? Obwohl, wir nehmen mal hier die Campingtoilette da vorne. Die ist näher bei uns dran. Vorsehen. So, hier diese Quarantänestation machen wir als nächstes auch. Okay. Welcome. Schönes Dörfchen. Gefällt mir. Aber das Einzige, was mich interessiert, ist die Toilette. Ich hätte den Packsack erstmal abgeben sollen. Ist hier einer? Drüben ist einer. Hm. Sehr geil. Vorsicht. Ist auch umgefallen, der Kleine. So, jetzt bitte noch einen zweiten Packsack. Oh, das wäre so schön. Okay, muss ja gleich mal ein bisschen was abladen. Im Rames. Rames. That's that. Next place. If only I had room for it. Kann ich auch nicht stacken. Schade. Ja, okay, hat keinen Zeitbonus gebracht. Er läuft. Gut. Man, ich kann so viel Energie verschwenden. So, einlagern und wir müssen einlagern, einlagern. Alles, was wir nicht stacken können, lagern wir ein. So. Ja, wir springen mal nicht rüber. Also, upsala. Medikamentenpaket oder Packsack. Und hier nochmal Chemikalien. Sehr schön. Dann bin ich auch schon wieder voll, ne? Ja. Geil. Dann fahren wir mal ganz kurz raus. Oh, ist das ein Soldat mit Helm? Ja. Bei Soldaten mit Helm muss man auch aufpassen. Den kann man nicht in den Kopf schießen. Also die sterben nicht durch Kopfschüsse. Na? So, Kopf ab. Wir lagern mal kurz alles ein. Ach. Stimmt, ich habe ja... Ja, komm, wir beanspruchen den Posten mal wieder ganz kurz. Weizen minus die Chef, aber egal. Outposty. Aber dadurch, dass uns ja das Ganze fehlt für... Quatsch, das müssen wir einlagern. Der Einfluss fehlt für das Stromgebäude. Müssen wir das mal ein bisschen ansparen. So, weg, weg, weg. Und wir werden jetzt mal kurz zu der anderen Toilette fahren. Die im Wald war. Die da nämlich. Oh. Da lag noch einer.
die neben unserer Basis genau liegt. Hey, we've been robbed. Stop that thief. God help me if I find the asshole who fucked that up. Ist hier nicht zum Durchsuchen doch. Jetzt hier Medikamentenvorräte, okay. Molly auf der Toilette. Damen oder Herren? Steht leider aber nicht dran. Well, everything seems calm here. Calm here. Ah, schade. Was kann ich hier durchsuchen? Ach, die Tasche, auf der ich stehe, okay. Ah, super. Ganz toll. I guess I'm not so effective with the sneaking. Mann, ey, vor allen Dingen. Next. Next. Okay, das war's. That's a whole lot of nothing we got here. Okay, und das letzte. Oh, bitte nochmal ein Packsack Medikamente. Ach, schade. Ah, naja gut, immer nochmal einen zweiten gefunden. Potenzielle Ressource ungenau. Oder unbekannt, ungenau. Poingenau. Okay, Scrap, sehr gut. Ich finde seine Frisur sehr stylisch übrigens. Könnte auch bei New Kids mitspielen. Ah, Munition. Werkzeugschuppen beim Lager. Gut. Dann geht's nach Hause. Ihm geht's ganz gut. Also er hat keine Probleme. So, wo ist denn die blöde Horde? Ist immer noch bei uns? Mann, ey, dass die auch genau immer bei unserer Hauptbasis ist. So, stylisch eingeparkt. Passt genau. Benzin bleibt. Ja, Medikamente müssen wir auf jeden Fall deponieren. Das kann auch alles weg. Und das können wir auch deponieren. Super. Okay, die Tür. Ihr habt da richtig aufgeräumt hier, Mädels. Okay, der Ausbau dort noch 2 Minuten. Gemeinschaft. Faith hat eine Aufgabe. Ach so. Ach, das ist ja das mit dem Diebfang. Hm. Ja, komm. Oh, die sind vor unserer Haustür jetzt, die Horde. Mark, mitkommen. Muss mal ganz kurz die Horde töten. Ach, die sind doch nicht vor unserer Haustür. Okay, wir töten sie doch nicht. So. Ganz kurz quatschen. Er ist mit unseren Lebensmitteln abgehaut. Und in das Haus gerannt. Ja, ja, okay. Abgehauen ist er, nicht abgehaut. Wo müssen wir hin? Dahin. Kennen wir schon. Stellen wir ihn mal zur Rede. Und anschließend fahren wir mit den beiden zur Quarantänestation. Was ist noch gegen Unfall gebaut? Drop your stuff. Don't make me use this. Hey, we can work this out. Finden wir eine Lösung. Na ja, gut. Was möchtest du denn? What's up? See ya. Ich konfrontiere den Dieb. Möchte ich mit Mark sprechen? Ich habe nur ein bisschen was zu essen. Gib zurück, was du gestohlen hast, dann lasse ich dich gehen. Ich werde erst essen, dass du gestohlen hast, deinem Leichnam entwenden. Okay. Hey. We can work this out. Feels good to take out the trash. They won't be bothering us anymore. Okay. Ja, der Typ ist dann irgendwo auf der Karte später. Weiß gar nicht, ob wir den jetzt als Freund oder sowas hier schon haben. Nee. Gut. Jawohl, Lager 2.
Ich muss mal ganz kurz woanders hinfahren. Wir fahren mal nach Süden weiter. Ist eigentlich nicht die Richtung, wo ich hin wollte. Ich wollte ja zur Quarantänestadt. Oh nein, Tobsüchtiger. Shit. Es gibt eine Taktik, wie man den töten kann. Mit dem Auto. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich muss so schnell genug sein. Ja. Okay, das war nicht die Taktik. Eigentlich mit Tür auf. Dann kann man den auch töten, weil der ist eigentlich so schnell, dass er vom Auto wegrennen kann. Allerdings nicht, wenn man das hier macht. Oder das. Dann sind die auch tot. Okay, da ist irgendwas. Nein! Nein! Koloss! Shit! Juggernaut! Ich bräuchte mal so einen Aussichtspunkt, bitte. Pine Bluff. Wir werden jetzt an einem solchen Herz vorbeikommen. Genau, da. Und Screamer, schnell. Okay, das war auch super wichtig, dass ich den erwischt habe. Wo ist denn hier das nächste... Der nächste Aussichtspunkt? Da rechts ist der nächste Aussichtspunkt. Absteigen. So, wir sind jetzt übrigens hier nicht mehr im Startgebiet. Das ist schon die nächste Stufe. Deswegen haben wir auch gesehen, dass hier schon die ersten... Ach, wie heißen sie denn? Hier Tobsüchtigen und sowas. Die ersten... Die Fehlgeburten. Naja. Speziellen Gegner auf uns warten. Tobsüchtige. Screamer. Und der Koloss. Oder Juggernaut. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Ich suche ein Sägewerk unter anderem. Weiß nicht, ob es das ist. Es ist gar nichts. Okay. So, kleines rotes Haus. I've always wanted to drive one of those. Spionagewagen. I wonder if it still runs. Noch ein Rames, sehr geil. Beobachtungsposten, sehr gut. Oh nee, ist doch nicht. Hier fehlt mir halt komplett die Übersicht. Potenzielle Ressource, okay. Noch ein Rames, Rames 5. Ach, hier ist der Spinagewagen, da ist noch ein Rames. Ach, hier Sägemühle, kenne ich sogar schon. Ach, die Unterschlüpfe werden von Anfang an angezeigt. Okay, das Lagerhaus mit Zaun oder dieses hier, befestigte Fernfahrerkneipe. Das werden unser nächste Unterschlüpfe. Einer von den beiden. Und dann der letzte Unterschlupf für diese Karte wird dieser hier. Und zwar die Feuerwehr. Oder das Feuerwehrhaus von Prescott. Super geil. Es gibt auch noch ein Sägewerk. Das hat aber nicht so viele Flächen. Und hier seht ihr ja, was da schon alles mit drin ist. Das Ding ist wirklich geil. Aber dafür brauchen wir 8 Leute, glaube ich, ne? Ja. Und 3500 Einfluss. Ja, also als nächstes, wir brauchen auf jeden Fall noch einen vierten Menschen und dann können wir uns das Lagerhaus mit Zaun besorgen. 247. Das täuscht immer so ein bisschen. Aber ich glaube, das hier ist sogar größer, das Lagerhaus mit Zaun. Okay. Oh, das war sehr knapp. Okay, dann ist meine Suche eigentlich sogar umsonst. Mann. Ist meine Suche sogar ein bisschen umsonst gewesen. Oh, fuck.
Seht, auf dem hackt man ein bisschen länger rum. I can't keep this up. Auf den Kollegen mit Helm hackt man sehr viel länger rum. Warum ist denn der Beobachtungsposten nicht schwarz? Weil eigentlich habe ich ihn noch komplett durchsucht. Eigentlich müsste der ausgegraut sein jetzt. Nothing more to kill here. Blech, boring. Ah, Scrap. Noch mehr. Aber Mollys, sehr gut. Tja, was mache ich jetzt so? Ich muss Leute anwerben. Wir fahren zurück. Auch die Quarantänestation mache ich jetzt erstmal nicht. So, ganz kurz der Spionagewagen, der hier unten steht. Ich weiß gar nicht, wo er steht. Da hinten. Ja, da steht er. Okay, das ist so ein kleines Kackding. Brauchen wir nicht. Shake the damn thing off. Ich bin eigentlich nah genug ran gewesen. Wieder? Okay. Jetzt hat die Kollisionsabfrage das Ganze auch akzeptiert. Ah, gut. Wir fahren mal in unsere Gegend zurück. Und dann werden wir mal einen Notruf auslösen. War denn der Dicke? Also der Koloss. War der nicht hier? Camp Winchester. Ach, da ist er. Morgen! Auch nicht mit dem Auto dagegen fahren, weil der Typ hält einen nämlich auf. Also, falls ihr das noch nicht wusstet. Fahren wir ganz kurz hier in die Mitte des Dorfes. Und dann muss ich mal kurz telefonieren. Also nicht wirklich, sondern hier im Spiel. Jetzt mal ganz kurz alles ablegen. So, zack, zack, zack. Ja. Und du nimmst mal ganz kurz Sachen auf. Und zwar, nee, aber irgendwas, ja, das haben wir ein bisschen mehr. Und diese Ausdauertüten. So, oh. Ressourcen, Leute suchen. Wir suchen andere Überlebende. Hey, anyone listening? Am I just talking to myself? Can someone please respond so I don't go crazy? Please. Hey there. Die Suchenden. Wir sind die Suchenden. Wenn du vorbeikommen möchtest, um dich vorzustellen, findest du uns beim abgeschiedenen Haus. Das ist wo? Da hinten, oder was? Die Suchenden, ja. Ja, Leute, sind gute Handelspartner. Wir können sogar einen neuen Rekruten unter ihnen finden. Das ist mein Ziel. Heiße Fia und die Suchenden in der Stadt. Willkommen. Ja, gut. Habt ihr euch einen Posten ausgesucht? Be extra careful. We've got a plague zombie nearby. Echt? So, moin. Ihr habt Zombies vorm Haus. Ihr hattet Zombies vorm Haus. Hier ist trotzdem noch einer. Anyone out there need to do some trading? Heiße Fia. Wer ist denn Fia von euch? Da. Melde dich einfach, unsere Funkgeräte sind immer an. Gucken wir mal ganz kurz. Bedrohen, Überlebenden, Handeln. Oh, hey there. Wanna come in? Filmwissen, unwichtig. Hey, a friendly face. Okay, sie wäre cool. Eine Mechanikerin. Und du bist... Hello there. Computer. Auch nicht schlecht, haben wir noch nicht. Zwei von dreien würde ich nehmen. So, irgendeine andere Mission war doch hier noch, wa? Wandernder Händler.
scheint zu den Guten zu hören, zugehören. Sie Fremden mit ein paar Seuchenproben geholfen und ihnen Informationen über Heilmittelrezept ausgetauscht. Mann, ich... Na, hier ist der wandernde Händler. Wo ist denn der Dritte da unten? Wir haben John auf der Suche nach Musik gesehen. Er scheint viel mit uns gemeinsam zu haben. Ich brauche weiterhin Missionen von denen. Die nächsten 40 Minuten kann ich das nicht machen. Suche Medikamente. Time to call our neighbors and see if they know where we should look for goodies. Network here. I'll get someone on there. No problem. Oh, ein Seuchenzombie. Oh, mit einer Seuchenprobe. Sehr geil. Suche im Old Town noch Medikamente. Oh ja, vier, die Suchenden. Wunderbar, das machen wir zuerst. Oh, und ich glaube, wir könnten gleich die nächste Rekrutin bei uns haben. Mit ein bisschen Glück kann man sogar alle drei anwerben. Friend or foe? Du hast vor einer Minute mit denen gesprochen. Wo ist sie denn jetzt? Klar, ich suche noch Benzin. Wo kommt sie denn auf einmal her? Besorge einen Packsack mit Benzin für die Suchenden. Kann ich denn jetzt auf einmal Benzin herkriegen? Ganz kurz was testen. Also Benzin weiß ich nicht, ob ich jetzt hier so schnell einen finde. Aber ich kann mir doch bestimmt einen Packsack aus meinen Ressourcen herstellen, oder? Na, scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach in die nächstgelegene Stadt und suche mir eine Tankstelle. Morgen. Ich weiß, dass da hinten... Oh, schon wieder solche Zombies. Ich weiß, dass hier hinten ein bisschen was ist. Salü. Ob hier eine Tankstelle gleich kam, weiß ich allerdings nicht. Okay, das ist nichts. Hobson Falls. So, hier sind auch wieder ein paar spezielle Gegner, wenn man Pech hat. Das könnte... Nee, das sind Toilette. Aber Toilette nehmen wir auch mit. Weil Toilette, ne? Bringt Medikamente. Wie wir jetzt alle mitbekommen haben. Ist hier einer? Okay, Mark hat sich schon drum gekümmert. Sehr gut. Sehr schön. Genau deswegen bin ich nämlich hier. So, der Zombie ist schon tot. So. Hopefully not every Zed in the county heard that. Aber Mark ist ja ein guter Kämpfer, der kriegt auch Lena hier hin. Oha. So, Bereich frei. Oben ist noch einer. Wir fahren weiter. In der Hoffnung, dass wir eine Tankstelle jetzt noch finden. Wir sind zwar schon bei einer halben Stunde, aber die Tankstelle würde ich gerne noch machen. Außer ich finde jetzt tatsächlich gar nichts. Solchen Zombie. Okay, keine Blutprobe. Ah, guck doch mal hier. Was haben wir denn da? Einen Tanklaster. Und eine Tankstelle. So, in der Hoffnung, dass hier auch ein bisschen was zu finden ist. Ah ja, vier Stück. Und die Chancen stehen sehr gut. So, that's our exit key, right? Hinter mir ist übrigens...
Willst du mich denn verarschen? Hinter mir ist übrigens eine potenzielle Basis. Das ist aber die, die ich jetzt eigentlich nicht mehr einnehmen will. Meine Fresse. Sondern ich würde jetzt gerne die andere nehmen. Noch mehr Benzin. Chemikalien. Au, oh, das ist ein schöner Spot hier. Ah, oh, noch mehr Benzin. Super. Yes. Yes. Thanks. So, zweite Benzin. Looks pretty empty to me. Bring 4 Benzin. Das machen wir in der nächsten Folge. Noch mehr Benzinkanister. Super, 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 super. Also die geschickteste ist... I'll feel bad about that when I have time later. So, kommt aber gleich noch einer, oder? Hör doch auf! Lauf doch den Leuten immer nicht entgegen. Super. So, das war's. Ich beende die Folge für jetzt, heute und sofort. Das, wie gesagt, wäre die andere Basis. Diese komische Kneipe. Aber, wie gesagt, wir werden uns die andere Basis nehmen. Ich hoffe vielleicht schon in der nächsten Folge. Wenn wir nämlich dann das Benzin abgegeben haben und... Okay. Und eventuell dann einen neuen Rekrut bekommen. Alles dann morgen. Haut rein, ciao, tschüss und auf Wiederschauen.